Der Unternehmerinnentag, der Frauen in selbstständigen Berufen anspricht, hat in Hannover schon so etwas wie Tradition. Zum nunmehr 13. Mal können Berufseinsteigerinnen jetzt mit Branchenakteuren ins Gespräch kommen und aktuelle sowie zukünftige Trends in Sachen Unternehmensführung in Erfahrung bringen. Dieses Jahr ist der Unternehmerinnentag Firmengründerinnen der digitalen Wirtschaft gewidmet. Katharina Meyer berichtet. Das Internet. Die weltweite digitale Vernetzung eröffnet viele Möglichkeiten, ganz besonders für die Wirtschaft. Denn mittlerweile zählt die IT-Branche mehr Beschäftigte als der Automobilbau. Doch überwiegend Männer realisieren eigene Geschäftsideen im Internet. Dem möchte Hannover entgegenwirken. Am 28. September findet der alljährliche Unternehmerinnentag statt. Unter dem Motto „Selbstständig in der digitalen Wirtschaft“ sollen Gründerinnen und Unternehmerinnen mehr über Chancen in diesem Bereich erfahren und sich mit anderen Frauen austauschen. Einerseits müsse man über die technischen Entwicklungen der nächsten Jahre informieren, doch das sei nicht alles. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich viele Möglichkeiten, die heute schon bestehen, sich noch gar nicht so verbreitet haben bei den Leuten, die vom Hintergrund her auch Gründerinnen und Gründer werden können. Viele niedersächsische Ministerien, die Landeshauptstadt und Region Hannover und Hannover Impuls GmbH möchten mehr Unternehmerinnen für die digitale Wirtschaft begeistern. Gerade Frauen seien dabei für die Unternehmensgründung in der Internetbranche geeignet. Aber warum? Weil sie ganz viel Talente mitbringen, wie Kommunikationsfähigkeit, Risikobewusstsein ist ganz wichtig in Anbetracht dessen, dass gerade auch das Thema Internetwirtschaft ja schon einmal vor vielen Jahren eine ziemlich große Krise hatte, sich heute aber wieder gut etabliert hat. Insofern ist es wichtig, dass da mehr Gründerinnen zu finden sind. So werden auf dem Unternehmerinnentag 2013 auch viele erfolgreiche Frauen selbst berichten, wie sie in der IT-Branche Fuß fassen konnten. Für uns ist das Internet eigentlich unerlässlich, weil unser ganzes Unternehmen darauf aufgebaut ist oder dadurch gewachsen ist. Wir machen Produkte, Produktdesign und vertreiben diese Produkte im Internet an den Endverbraucher und darüber hinaus auch an Händler, die uns wieder im Internet finden. Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit vielen anderen Unternehmerinnen. Das ist möglich am 28. September von 9.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Bereits 100 Frauen sind dabei. Anmelden kann man sich übers Internet.